Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zum Start in die FIFA 23 Web App. Und ich bin richtig gehypt, ich will die ersten Packs aufmachen, echt jetzt. Der Zeigefinger, der juckt schon. Das Video wird ein bisschen später kommen, tut mir leid, man sieht 21 Uhr, ich bin gerade erst vom Arbeiten heimgekommen, ich habe mich schnell geduscht, damit ich nicht der größte Penner hier sitze. Und habe mich vor den Computer gesetzt, die Aufnahme gestartet und ich hoffe, ich komme jetzt ohne Probleme in die Web-App rein. Schau mal, ich habe gesehen, es streamen schon einige Leute die Web-App und komm ich rein? Ja, sieht gut aus. Und das ist die erste, also voriges Jahr, FIFA 22, hatte ich ja keine Web-App, weil ich ja quasi nur einen Account gehabt habe. Und jetzt, wow, Obi, Bertha, YouTube, willkommen zurück. Ich bin gespannt, welche treue Packs ich bekomme. Das werden jetzt nicht die besten sein, eben weil es den Account erst seit einem Jahr gibt. Aber gehen wir mal auf Loslegen. Da bin ich jetzt echt gespannt. Was nehmen wir hier? Und ich habe jetzt fast einen Herzinfarkt. Ich muss nur was nachschauen. So, weiter geht's. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich auf Aufnahme gedrückt habe. Und hier eigentlich egal. England, Brasilien, Frankreich. Kann man alles nehmen. Ich nehme Frankreich. Das hat mir mal Glück gebracht vor ein paar Jahren. Da habe ich dann Mbappé zum Start gezogen. Weiter und hier, jetzt muss ich irgendwas austauschen. Wer ist der Spieler mit dem geringsten Rating? Nehmen wir den hier, tauschen, wen kriege ich hier? Ja, nehmen wir hier Command, nehmen wir mit. Den haben wir jetzt, weiter. Ein paar Adressen, München, also Bayern gut, Mexiko, City auch fein. Und ich würde sagen, nehmen wir die City-Adressen mit. Ich weiß nicht, ob man die verkaufen kann oder nicht, ehrlich gesagt. Und Auswärtsdresse, jetzt nicht so spannend, nehmen wir da Wolfs mit und jetzt das Wappen, Italien, Wolfs, Niederlande, welches sieht gut aus, das ist irgendeine vierte, fünfte englische Liga, nehmen wir auch das von den Wolfs mit, Foot starten und welche Packs bekomme ich? Goldspieler 80 plus selten, okay, viermal, schön. Leihspieler nicht so interessant, Stadionpack auch nicht so interessant, irgendwelche Coins, zweimal Goldpack, okay, das war's. Weiter nicht zu, neuer Verein, echt Jungs, ich bin echt gehypt. Spielerwahl, Spielerwahl, Item einlösen, das ist jetzt so eine Dingsbums. Ja, nehmen wir Son mit, bestätigen, Bonus abholen, alles zum Verein. Ah, das war wahrscheinlich die Spielerwahl. Schauen wir rein in den Shop, Bags. Ich bin ein. Da, Stadionpack, gehen wir hier als erster rein ins Stadionpack. Da wird nichts Interessantes dabei sein, das wäre echt Irland. Leverkusen, Preisvergleich, will das wir haben. Ich weiß nicht. Bieten wir es einmal an, gehen wir mal hier rein. Um 500 habe ich es ein paar Mal gesehen. 300 geht es vielleicht weg. Aber ich würde sagen, Irland, schauen wir hier noch einmal kurz, Preisvergleich. Ja, da sind 350 drauf geboten. Okay, dann biete ich das auch an um 400, vielleicht geht es ja weg. Herz, Preisvergleich, ich glaube Torjubel interessiert noch keinen, das interessiert auch keinen. Preisvergleich interessiert das jemanden, sieht auch nicht so aus. Nein, den Rest stoße ich ab, dann haben wir schon die ersten 2600 Münzen. Dann weiter mit den Bags. Oh, irgendwas, Trading Card, irgendwas hat sich schon verkauft, oder? Ja, beide schon verkauft, cool. Dressen sind wir los. Und dann Goldpack, 80 plus Spielerpack, 80, irgendein seltenes Pack. Ja, gehen wir rein. Erste Goldpack, komm, erste Goldpack, gönnt! Danilo, ja, ein 80er, ein 80er, ein 80er. Das kann man abstoßen, das kann man abstoßen, das kann man abstoßen.
Schauen wir mal, was der wert ist. Preisvergleich. So, egal. Biet man mal um 1000 Münzen an. Mal schauen, ob er weggeht. Dann hier jetzt Preisvergleich. Will den wir haben? Boah, sieht nicht so aus. Dann tue ich ihn vorläufig mal in den Verein. Und wenn ich ihn für keine SPC brauche, werde ich ihn abstoßen. Hier auch Preisvergleich. Da sieht es leider genauso aus. Den will anscheinend auch keiner haben. Oder ich biete die auf Transfermarkt anbieten. Ich verkaufe die gleich um 600. Da gehen wir auf 400. Das passt mir gut. Da mache ich das Gleiche. Vielleicht ist er sogar zu billig, aber ja, sollen sie weggehen. Dann hier noch einmal kurz auf Preisvergleich. Hier ist es. Da bietet ehrlich gesagt auch keiner drauf. Dann probiere ich hier das Gleiche. Da gehen wir auf 400, da 600. Und wenn sie beim ersten Durchgang nicht weggehen, dann werde ich sie abstoßen. Das interessiert jetzt gar keinen Trainer. Will irgendwer schon einen Trainer haben? Ich schätze nicht. Nee. Das Backbone auch nicht so interessant. Nö, dann stoßen wir das Ganze ab. Dann haben wir die nächsten 500 Münzen. Wieder in den Shop, das nächste Goldback kommt. Gönn diesmal ein bisschen mehr. Minx. Naja, oh, zwei Premier League Spieler. Hier irgendwas. Gehen wir hier mal auf Preisvergleich auch. Minx könnte vielleicht sogar ein bisschen interessanterer Spieler sein. Den gehen wir mal um 1000, hier 600, wird wahrscheinlich nicht weggehen. Also ich glaube nicht, dass er weggeht, aber mal schauen. Der nächste Preisvergleich, boah, den will auch keiner haben, der läuft um 300 aus. Machen wir wieder den 600er Move am Anfang, der geht ziemlich gut. Dann einer aus der spanischen Liga, boah, da ist ja auch kein Gebot drauf. Ja, ich probiere ihn um 500 loszuwerden. Biet mir an. Das Preisvergleich Trikot, will das wer? Okay, und 200 ist ein paar Mal wird gebotener. Dann bieten wir das Ganze an. Machen wir auch hier 500. Die Stunde kann ich warten und den Rest, den stoße ich ab. Da bekommen wir 500 Münzen dafür. Und dann haben wir 1, 2, 3, 4 Packs präsentierte, oder was das Preis auch immer ist, Goldspiel 80 plus selten Pack, irgendwas, egal, gehen wir rein, komm, gönn was, Isaac, oh, Isaac könnte sogar ein guter Starterspieler sein. Okay, ist da irgendwas Interessantes dabei? Ich werde jetzt einmal alle hier in den Verein stecken. Ich schaue mir das nachher alles genauer an, wenn die Aufnahme beendet ist. Aber naja, Isaac, schauen wir mal. Nehmen wir das letzte Pack. Und ja, auch wieder Premier League, aber auch nicht wirklich gut jetzt. Aber auf jeden Fall alles zum Verein. Bisschen Futter dabei oder bisschen was zum Verkaufen. Dann gehen wir hier rein. Vorletztes Back, komm! Trapp, ja! Erster Walkout, gehen wir! Erster Walkout, so soll es sein. Ist ja nur ein Trapp, aber erster Walkout. Haben wir auf jeden Fall. Wird wahrscheinlich dann sogar ein Starterteam kommen, wenn wir schon einen Trapp ziehen oder wir verkaufen ihn. Schauen wir mal, Preisvergleich, was ist Trapp wert? 50k? Also, Transfer, gehen wir hier kurz rein. Trapp, ich kann mir nicht vorstellen, dass der 50k wert ist. Schauen wir mal. 10.000. Okay, 10.000 ist er nicht drinnen. 30.000 ist er auch nicht drinnen. Das gibt auf jeden Fall gute Coins, den werde ich verkaufen. Den werde ich sogar gleich verkaufen. Ja,
Also um 40k ist er auch nicht drinnen. Um 50k ist er auch nicht drinnen. Ich habe hier schon Kevin Trapp und nicht irgendwas anderes eingegeben. Okay. Krass, krass, krass ist das. 50k nicht, okay. Ja gut, dann werde ich den jetzt verkaufen. Startseite. Wow, der hat einen Startpreis von 50k. Das habe ich halt erst jetzt gesehen. Na, ich biete ihn an. Ich biete ihn auf jeden Fall an. Vielleicht wird er gekauft. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass Trapp um das gekauft wird, aber okay. Den Rest packe ich wieder in den Verein. Schaue ich mir später an. Ich werde dann später alles auf die Transferliste setzen, ist klar. Und jetzt gehen wir rein ins letzte Pack von meinen Vorbestellern. Ja, noch ein Walker wäre geil, ey. Komm, gönn was. Heuberg, naja. Wimmer, österreichische Kollege von mir. Ja, da war jetzt nichts so was Besonderes drin, alles zum Verein. Dann gibt's Forscher-Packs schon. Oh ja, es gibt Forscher-Packs. Was haben wir da? Aha, naja. Oh, das Pack wird gar nichts wert sein. Weg damit. Schauen wir klassische Packs noch. Okay, da gibt es kein Forscher-Pack mehr. Gibt es kein Silber-Forscher-Pack mehr. Okay, schade. Naja, dann schauen wir rein in die SPCs. Gehen wir hier rein. Zwei Spieler-Pack. Gibt es dafür Bronze-Pack? Was muss ich hier machen? Spieler, genau, Bronze. Okay, ein Spieler. Den geben wir jetzt rein hier. Spieler hinzufügen. Gehen wir hier auf. Niedrig bis hoch suchen. Oh, gehen wir den rein. Brauche ich da irgendwas oder. Warte, ich mag das kurz wegmachen. Aufgaben, ne? Okay, da kann ich reinsetzen, was ich will. Das heißt, ich gehe jetzt Spieler hinzufügen. Ich gehe auf niedrig bis hoch suchen. Nehmen wir den hier. Gehen wir den hier rein, dann haben wir es auch. Absenden. Trotzdem absenden. Belohnung abrufen. Dann zwei Nationen. Okay, genau, zwei Spieler häufig. Genau, eine Nationalität im Team. Dann brauchen wir jetzt Torhüter und Stürmer. So, jetzt noch einmal. Genau, eine Nationalität. Genau, zwei Spieler häufig. Ein Chemiepunkt, okay. Okay, ich brauche eine Nation. Dann gehen wir hier wieder niedrig bis hoch. Suche. Schauen wir einmal Frankreich. Zweimal Frankreich. Einmal Frankreich. Dann gehen wir hier hin. Zweimal Frankreich. Weg damit. Den gehen wir hier hin. Den hier hin. Jetzt können wir es absenden. Trotzdem absenden. Jumbo Bronzeback. Oh, das sind 4 SPCs. GG, habe ich nicht gesehen. Dann genau eine Liga im Kater, 3 häufig und 1 gesamt. Okay, genau eine Liga im Kader. Dann schauen wir mal, welche Liga wir da haben. So, und ich habe es endlich geschafft. Und wie man beim Kontostand sieht, die Spieler sind schweineteuer. Ich habe snipen müssen, dass ich die bekommen habe. Ich habe mich sogar 2-3 Mal versniped. Das heißt, das sind Spieler wieder auf der Transferliste, wo ich jetzt hoffe, dass ich sie weggehe, weil ich so klug war und seltene Bronze-Spieler gekauft habe. Aber ist ja egal. Gehen wir das Ganze ab. Und was gibt es denn hier noch? Genau ein Verein, genau 2 Spieler häufig.
Okay, wahrscheinlich muss ich da jetzt zwei Spiele abgeben oder was? Yep, genau, zwei Spieler muss ich abgeben und aus einem Verein, und da bin ich mal gespannt, was ich so im Verein habe. Ich muss sicher wieder was kaufen, wir sehen uns dann, wenn ich die SPC abgeschlossen habe. So, bisschen Probleme, dass ich die letzte SPC irgendwie kriege und deswegen, ich habe hier Bronze-Packs, machen wir die auf, vielleicht ist da irgendwas dabei, was mir weiterhilft, ein ZM oder IV wäre ganz, ganz big. Okay, hier mal gar nichts, dann gehen wir alles zum Verein. Wieder ein Shop, komm. Jumbo Premium Bronze bei, gib mir ein ZM oder ein IV. Linker Verteidiger hilft mir gar nichts. Linker Verteidiger, linkes Mittelfeld. Ein IV ist gut. Okay, vielleicht kann ich mir hier jetzt irgendwas aus der koreanischen Liga kaufen. Vielleicht gibt es da irgendwas alles zum Verein. Oh, 100 Münzen. Schön. Packs, dann das letzte Jumbo Premium Bronze Pack. Ein IV, aber ein häufiger. RV, SD, IV, DW, ZM. Der könnte auch sehr interessant sein. Schauen wir uns hier die Spielerbiografie an. Von wo, welche Liga ist das? Okay, da wird sicher einen Innenverteidiger geben und den werde ich mir jetzt holen. So, und jetzt haben wir es abgeschlossen mit dem Spieler, den ich gerade gezogen habe. Und da gibt es ein 2-seltenes Spielerpack und dann kann ich auch alle SPCs machen. Die schauen wir uns nachher an. Gehen wir hier mal rein. Jumbo Premium Bronze Pack. Leider untauschbar, aber vielleicht kann man es ja irgendwo mal brauchen, die Bronzespieler. Alles zum Verein. Und jetzt, 2 Spielerpack, nicht 2 seltene Spieler, 2 Spielerpack. Komm, gehen wir ab. 75, was ist denn das für eine Karte? Mal Team of the Year schon. Aber Grimaldo gefällt mir. Grimaldo ist cool. Grimaldo ist echt cool. Schauen wir mal auf den Transfermarkt. Wir haben schon was verkauft, okay. Der hat sich verkauft. Und das war einer von den Spielern. Den habe ich um 1k gekauft. Um 1,3 bin ich den losgeworden. Auch eine coole Sache. Schauen wir noch kurz in die SPCs rein. Hybrid Ligen Nation, wie ist das jetzt? Startelf, genau, 11 Ligenkader, genau, Gold, 7 Seltener, 2 Chemiepunkte bei jedem Spieler, okay, das könnte interessant werden. Alle 9, also sie heißen auf jeden Fall gleich, hier haben wir mal ein Rating, maximal 2 Spieler aus einer Liga. Also wer gute Lösungen macht, der oder gute Footbin-Lösungen machen kann, der hat jetzt echt Glück. Weil der gibt es in Fobi rein, der kann sich dann dumm und dämlich verdienen. Da wieder 10 Chemie. Naja. Gold Upgrade, Liga, Nation, Hybrid, Grundlagen 3. Das werde ich mir alles anschauen. Werde ich vielleicht noch ein bisschen was lösen und vorbereiten. Startseite, Ziele, was gibt es denn hier? Okay, hier gibt es wieder einen Leihspieler. Dann irgendeinen Münzenboost. Ein Bag gibt's. Kann ich da weiterschauen? Ja, sieht nicht so aus. Okay, da kann man nicht weiterschauen. Dann Meilensteine. Erstbesitzer. Bronze. Okay. Das ist am Anfang auch cool mit Bronze und Silber. Einfach hier. Aber irgendwo gibt es dann noch Sachen. Das werden wir uns aber nachher alles genau anschauen. Wo es wieder wahrscheinlich ein 100k Bag gibt. Erstbesitzer. Rivals, Erstbesitzer Tore, erziele, okay, Weltklasse, Erstbesitzer, bereite, okay, 2 Spielerpack. Ja, das werden wir uns alles raussuchen, aber ich würde sagen, das war's erstmal von diesem Video, mein erstes FIFA 23 Video. Wir haben mit Rapp einen Spieler gezogen, der bei 50k steht, also kann mir nicht vorstellen, dass ich ihn verkaufe, aber wenn, dann freue ich mich irrsinnig. Und ja, dann war's das für dieses Video. Ich wünsche euch was und ciao. Bis dann.